So, da wären wir wieder. Letztes Mal lief es ja nicht ganz so gut. Deswegen versuchen wir heute ganz entspannt die Mine. Ohne irgendwelchen Schnickschnack. Einfach nur um ein wenig ins Spiel reinzukommen. Dann machen wir gleich die Tagesaufgabe. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Das ist alles nicht schlimm. Ich muss mich da nicht unter Druck setzen. Weil ich denke mal, das war der Knackpunkt so letztes Mal. Ich habe dann gemerkt, es lief nicht ganz so gut, wie es hätte laufen können. Und dann dachte ich mir schon, ach, jetzt wird das doch alles nichts mehr. Und das ist nicht so wirklich der Weg, wie man das Spiel spielen sollte. Wenn es mal nicht so gut läuft, läuft es halt nicht so gut. Dann kommt ein neues Leben, alles ist gut. So, Fledermaus, komm her. Peitsch, peitsch, peitsch. Eine Bombe für einen grünen Stein. Nicht, wenn es da nicht noch was anderes Schönes gibt. Oh, es gibt ja was anderes Schönes. Wow. Kommen wir da ganz durch? Ja. Sehr schön. Mist. Doch, warte, wir können dich bis zu dem Goldklümpchen da hinten schieben, das eh nicht viel wert ist. Schmunk. Und den Rubin da einsacken. Und ich habe da gerade eine Frau gehört. Peitsch. Und hier höre ich sie nicht mehr. Also muss sie irgendwo hier gewesen sein. Da ist eine Kiste. Da ist eine Blondine. Wir kommen auch zu ihr nicht ordentlich hin. Nö, muss man sich reinbomben. Yeah, ja, schon haben wir noch zwei Bomben. So, du kommst mit. Ziehen, ziehen. Bist du ein Skelett? Ja. Erste Panikreaktion. Schmeißt dem Skelett einfach die Blondine entgegen. Wenn ich jetzt hier hochspringe und gleich rechts, werde ich dann von den Stacheln aufgespießt? Das sollte ich am besten jetzt testen, wo es kein Daily ist, ne? Nee, okay, es klappt. Oder sagen wir so, es hat dieses Mal geklappt. Das sollten wir im Auge behalten. Noch mehr Kisten, da könnten wir aber so rankommen. Weil Bomben, ne? Wird langsam mau. Komm mit. Au. Dingensfalle. Plupp. Plupp. So. Und sie wurde gar nicht mehr getroffen. Das heißt, es ist hier gar nicht so unmenschlich, was ich mache. Weil sie fällt schneller als wir fallen und wird deswegen von der Dingensfalle nicht getroffen. Jedenfalls nicht immer. So, also dich geben wir ab. Dich schmeißen wir mal weg. Mhm. Oh, Geist kommt. Noch ganz kurz ein, zwei Sachen einsammeln. Ich hoffe, der Geist kommt nicht von rechts. Kommt er aber. Aber das ist kein Problem. Wir laufen einfach da lang. Sehr schön. War ja die Rechts-Links-Frage, habe ich mir noch nie wirklich gestellt. Also wo der Geist herkommt, wenn es anfängt mit dem kalten Schauer im Rücken. Es könnte sein, dass er immer daher kommt, wo der Eingang ist. Also wenn wir auf der linken Seite der Karte sind und der Ausgang ist auf der rechten Karte, dann kommt er von rechts. Und andersrum halt andersrum. Interessanter Tod. Also von der Schlange. Flupp. Oh, da ist ein Altar. Blondine ist... Wo ist die Blondine? Da unten nicht. Oh, Geronimo. G. Komm schon. Geronimo. Peitsch. Du kommst mit. Schlangen lassen wir da. Ah. Ich wollte schon wieder nach vorne laufen. Das war sehr knapp. Da ist die Blondine. Achso, die Falle wurde schon ausgelöst. Sonst würde der Pfeil da nicht stecken. Du bleibst mal da hängen. Du gehst da rein. So. Oh, da oben ist... Oh.
Was zur Hölle? Das war nicht ich, oder? Ich glaube nicht, dass ich irgendeine Taste gedrückt hatte. So, wir hätten gerne Kletterhandschuhe, Spikes und das war's. So, und raus hier. Ah ja, genau so muss man das Spiel spielen. Dann läuft es auch gleich viel besser und entspannter. Wir haben richtig gut Gold, wir haben die richtige Ausrüstung. Also eine Pickaxe ist super geil. Kletterhandschuhe sowieso. Wir haben Küsschen ohne Ende bekommen. Sind jetzt bei 6 Herzen. Also ja, alles Bombe. Und warte mal, vielleicht können wir uns zu ihr durch. Ist ein Experiment. Also eigentlich, ich hau das Feld hier, wo ich jetzt gerade drauf rumspringe, hau ich gleich weg. Aber direkt daneben, also schräg runter davon, ist ja diese... Ja. Gut. Wir haben es dazu gelernt. Also sobald ein Feld in der Nähe von diesen Bombenkisten manipuliert wird, auf welche Art auch immer, gehen die Dinger hoch nach ein paar Sekunden. Das müssen wir uns einmal merken. Die Blondinenleiche würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Auch wenn das ein wenig makaber klingt. Nur für den Fall, dass hier irgendwo ein Altar... Oh. Pickaxe hat nicht so lange Reichweite. Nur für den Fall, dass hier irgendwo ein Altar ist. Auch wenn ich nicht so wirklich einen sehe, aber nee. Da unten ist ein Schlüssel. Flup. Flup, 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 flup. Und wo... Oh. Ist ganz schön wuselig hier. Also ich hätte erstmal gerne die Truhe, die abgeschlossene. Dann hätte ich noch gerne einen Altar zum Opfern. Irgendwie finde ich hier gar nichts. Ah, Ausgang. Oh, da ist die Kiste. Abkürzung. Zing, zing. So. Du wartest hier. Komm, komm, runter, 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 runter. Geist kommt bald. So, Klebehandschuh. Go. Wir müssen hoch. Hier rum, darum, darum, darum. Dahin. Schwing. Und das Auge. Ja. Wo wir die Pickaxe noch haben, sollten wir auch ganz schnell das noch benutzen. Warte mal. Zing. Oh, Spinne. So, da ist die Pickaxe. Kaputt. Sehr schön. Da ist eine Steinfalle, die vielleicht noch nicht ausgelöst wurde. Deswegen machen wir sie kaputt. Und Geist kommt. Ah, und er kommt von rechts. Oh. Ja, komm weg. So viel zu der Theorie. Also wir waren links, Ausgang war rechts und Geist kam trotzdem von links. Also vielleicht doch nur Zufall? Kaputt. Nach oben können wir nicht schlagen, hm? Schade. Es sollte noch ein bisschen vorsichtiger mit der Picke sein. Weil die wird gleich alle sein. Ups. Ich wollte eigentlich die Kiste öffnen und nicht aufschlagen. So, wenn ich da hinspringe, schießt er ins Spinnennetz. Genau. Dich hätten wir noch gerne. Oh, richtig schön für Gold. Und da unten graben wir uns nicht hin, weil da kommen wir auch so irgendwann irgendwie hin. Wenn nicht, dann halt nicht. Oh, ich finde Blondine. Und Küsschen-Shop. Ja, sie ruft um Hilfe. Wart mal. Wenn wir einen Küsschen-Shop haben, heißt das, es gibt keine reguläre Blondine? Das fände ich jetzt nicht so toll. Kuss. 8000. Warum sollte ich sie eigentlich mitnehmen, wenn ich sie für 8000 küssen kann? Fragen wir Fragen. So, wir haben 8 Herzen.
was eine Menge ist. Das heißt, diese... Oh! Ching, 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 ching. Gibt es dafür Spezialattacken? Nein. Okay. Wir können jetzt die Fledermäuse messern. Komm, du bleibst hier. Pickaxe ist wichtiger. Erstmal. Zing. Weil die müsste eh gleich kaputt sein. So. Kaputt. Oder jedes Mal, wenn wir die Levelgrenze überschreiten mit der Pickaxe, haben wir quasi eine neue Pickaxe. Das wäre interessant. Weil ich meine, wir haben ja schon richtig häufig damit zugehauen. Oh, Tiki-Falle. Und Explosionsfrosch. Warte mal. Boom. Tiki-Falle ist kaputt. Ah, da kommen immer noch Stacheln raus. Nein, 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 nein. Wir können nur auf den Rauch springen. Stirbst du wohl mal? So. Und das da ist der Frosch, den ich gesucht hatte. Du hast Schaden genommen. Stirb. Terrorist? Oh. Ist ja gut. So. Bye, bye. Bye, bye, bye. Ich höre keine Schüsse mehr. Ah, doch, da. Ich habe einen Affen weggesprengt. Okay, ich glaube, da können wir nicht lang. Hier geht's nicht raus. Vielleicht hätte ich doch nicht 16 Bomben nach ihm schmeißen sollen. Das war irgendwie leicht. Okay, aber war lustig. Da unten ist er. Was haben wir hier? Teleporter. Au. Boom. Tiki-Falle ist weg. Au. Wow. Weg, 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 weg. Also wir haben einen Teleporter. Was auch immer der macht. Toten sind rastlos. Dann müssen wir das Seil da wegmachen, das Spinnennetz wegmachen. So, jetzt kommen wir weiter nach links, Jungs. Genau. Wenn wir den Schädel nehmen, dann kommt sofort der Geist. Das sollten wir also lassen. Da sterbe ich. Oh. Okay. Das ist interessant. Komm mal mit. Oh, da ist ein Jetpack im Stein. Oh, sie ist tot. Was ist, wenn ich mich zu dir rein teleportiere? Dann bist du bestimmt auch aggro, oder? Oder ich teleportiere mich in eine Wanne und bin tot. Bin zu feiner Pasta zermahlen worden. Okay. Wir haben gelernt, der Teleporter sollte nicht benutzt werden. Hört sich zwar nett an, und vor allem auch beim Ausweichen tierisch praktisch, bei bestimmten Fallen. Aber wenn man aus Versehen in der Wand spawnen kann, dann instant tot ist, erst mit 6 Herzen, dann sollte man das nicht unbedingt benutzen. Jedenfalls nicht für die Tagesaufgabe. Ja.